C-3PO ist wohl der freundlichste und tollpatschigste Protokolldroide, den wir aus der Star Wars Galaxis kennen. Doch es gab noch einige weitere Protokolldroiden, die nicht ganz so freundlich, sondern eher sogar recht tödlich waren. Diese Killer-Protokolldroiden stelle ich euch heute vor. Einige dieser Droiden starteten ihr Leben als ganz normale Protokolldroiden und wurden über Zeit zu Killer-Droiden. Und wieder andere wurden direkt als solche hergestellt. Fangen wir mal mit einem Killer-Protokolldroiden an, der sein Leben als ganz normaler, freundlicher Protokolldroide begann. Circa 50 Jahre vor der Schlacht von Yavin fing die Firma Cybord Galactica mit dem Bau einer neuen Reihe von Protokolldroiden an. Die neue 3PX-Reihe war für den Verkauf im Outer Rim gedacht, weswegen die Form dieser Droiden auch wesentlich kantiger und weniger menschenähnlich gemacht wurde, als die zum Beispiel der TC-Reihe von Cybord Galactica, die hauptsächlich in den Kernwelten vermarktet wurde. Einer der Droiden dieser Reihe, C-3PX, arbeitete für Jahre für verschiedene Meister im Outer Rim, bis er in den Besitz von Darth Maul gelangte. Dieser brachte ihn auf sein Schiff und wollte ihn ursprünglich hauptsächlich dafür nutzen, um mit Zoll und Mitarbeitern der Raumhafenbehörden umzugehen. Das waren kleine Ärgernisse, mit denen Maul sich nicht selbst rumschlagen wollte. Doch Maul stellte schnell fest, dass C-3PX mit einigen kleinen Veränderungen ihm auch in anderen Bereichen sehr nützlich werden könnte. Also nahm Maul C-3PX vollkommen auseinander und baute aus ihm einen neuen Droiden nach seinen Vorstellungen. C-3PX bekam ein neues Aussehen, welches eher an die TC-Droidenreihe angelehnt war, verstärkte Panzerung in seiner Außenhülle, ein Assassinenprogramm sowie versteckte Defensivlaser. Maul nutzte 3PX dann zum Beispiel bei einem Angriff gegen Piraten, die gegen die Handelsföderation vorgegangen waren. Nach Mauls vermeintlichem Tod auf Naboo wurde Mauls Schiff die Scimitar und damit auch C-3PX, der sich an Bord befand, von der Republik konfisziert. Doch der Senator Naboos und heimliche Sith-Meister Mauls, Chief Palpatine, ließ seine Beziehung spielen, wodurch C-3PX in seine Hände geriet. Palpatine ließ die Erinnerungen des Droidens auslöschen, um die Geheimnisse Darth Mauls bewahren zu können, und schenkte den Droiden dann an Wraith Sienna, einem befreundeten Ingenieur und Firmeninhaber, dessen Firma später auch die TIE-Jäger des Imperiums herstellen sollte. Dieser ließ bei dem 3PX-Droiden noch ein Spionageprogramm installieren und er änderte dessen Außenhülle so, dass er wie ein normaler 3PO-Protokolldroide aussehen würde. Dazu ließ er in ihm auch noch einige Schmuggelfächer einbauen, die selbst bei gründlicher Untersuchung nicht auffallen würden. Sienna nutzte C-3PX daraufhin, um andere konkurrierende Firmen auszuspionieren. Von da an gelangte der Droide in den Besitz der Republik, welche seine Spionagefähigkeiten während den Klonkriegen nutzte. Nach dem Fall der Republik arbeitete 3PX dann noch als Spionagedroide für das Imperium, doch langweilte sich in diesem Beruf, weshalb er vom Imperium fortschlich und neue Arbeit bei der intergalaktischen Droidenagentur fand. Diese vermietete ihn als normalen Protokolldroiden an die verschiedensten Klienten, wobei nach jedem Job sein Gedächtnis gelöscht wurde. Bis er zu Olak Greg kam, einem Verbrecher, der erkannte, dass 3PX kein gewöhnlicher Protokolldroide war. Er nahm den Droiden in seinen Besitz und ließ ihn wieder fast komplett umbauen. Unter den Neuerungen befanden sich dann ganze 83 versteckte Waffen, die er jederzeit einsetzen konnte. Unter diesen Waffen gab es Laser, Pfeilwerfer, Fusionsschneider, einen Repetierblaster, Raketenwerfer und eine nach hinten schießende Laserkanone. Mit dieser neuen Feuerkraft setzte Greg 3PX als Kopfgeldjäger ein, womit er eine Menge an Credits scheffeln konnte. Doch mit der Zeit wollte C-3PX keine Gewalt und kein Töten mehr. Deswegen tauschte er in einer Droiden-Kampfarena die Plätze mit C-3PO, der gegen einen in einem mandalorianischen Kampfgeschirr sitzenden R2-D2 kämpfen sollte. 3PX ließ sich hier von R2-D2 töten, wodurch C-3PO das Leben gerettet wurde und die Geschichte von C-3PX endet. Damit kommen wir zu unserem nächsten Killer-Protokoll-Droiden, I5YQ oder auch kurz I5 genannt. Die Droiden der I5-Reihe waren Modelle, die als Boutique-Protokoll-Droiden im Midrim vermarktet wurden. Eins dieser Modelle, I5YQ, gelangte einige Zeit vor der Schlacht von Naboo
in Besitz des Informationshändlers Lorne Paven. Dieser modifizierte ihn so stark, dass schlussendlich nur noch das Äußere zeigte, dass I5 einst ein Protokolldroide war. Paven verstärkte I5s kognitive Module und entfernte seine Kreativitätsdämpfer. Dazu baute auch er in I5 Geheimfächer ein, sowie Fotorezeptoren, die auch Licht erzeugen konnten, je eine versteckte Laserkanone in jedem seiner Zeigefinger und einen Mikrowellenprojektor, eine Waffe, die ungefähr so tödlich war wie ein normaler Blaster. Am interessantesten war aber vielleicht der AXX-Schreier, den er eingebaut bekam. Mit diesem konnte I5 die verschiedensten Geräusche auf den verschiedensten Wellenlängen erzeugen. So konnte er zum Beispiel gewisse Laute von sich geben, die Giftstoffe in den Blutbahnen vom Blut abtrennen konnten. Er konnte aber auch so abartige Schreie erzeugen, dass alle lebenden Wesen um ihn herum vor Schmerzen zusammenbrachen. I5 arbeitete einige Jahre mit Lorne Paven in den unteren Leveln Coruscants zusammen, bis die beiden auf niemand geringeren als Darth Maul trafen. Sie hatten einen Deal mit jemandem aus den Reihen der Handelsföderation gemacht, der ihnen Details über eine bevorstehende Blockade und Invasion der Handelsföderation verkaufen wollte. Und das wurde in letzter Sekunde von Darth Maul verhindert. I5 überlebte diesen Vorfall und hatte von Lorne, der ihn nicht überlebte, einen Auftrag für den Fall seines Todes. I5 sollte Lornes Sohn, Jax Paven, auf Coruscant finden und diesem zur Seite stehen. Jax war einige Jahre zuvor vom Jedi-Tempel aufgesammelt worden, um ein Jedi zu werden, weshalb Lorne zu ihm keinen Kontakt mehr hatte. Bis I5 diesen Auftrag allerdings ausführen konnte, verging über ein Jahrzehnt. Denn seine Erinnerungen wurden ausgelöscht. Er kam in den Besitz eines Spice-Schmugglers und danach in den Besitz einer royalen Familie Naboos. Dann wurde er während den Klonkriegen von der Republik eingezogen und arbeitete als Medizindroide, bis er kurz vor dem Fall der Republik seine Erinnerungen zurückbekommen konnte. So reiste er mit einem befreundeten solostanischen Reporter nach Coruscant, jetzt Imperiales Zentrum genannt, um Jax zu finden und ihn zu unterstützen. Die beiden fanden Jax und schlossen sich dann mit ihm der Widerstandsbewegung der Peitsche an. Ursprünglich war das Ziel dieser Bewegung, gefährdete Wesen von Coruscant zu schmuggeln, doch sie führte auch einige andere Missionen durch. Eine geplante Mission von diesen war, I5 einfach mal Imperator Palpatine umbringen zu lassen. Der Gedanke dahinter war, dass der Imperator I5s Gedanken nicht lesen könnte, da er ja ein Droide war und I5 deswegen eine reelle Chance hätte, Imperator Palpatine zu kriegen. Als dann aber Freunde von I5 und Jax von Vader und einem Inquisitor gefangen genommen wurden, änderte sich diese Mission in eine Rettungsmission. Auch wenn diese Rettungsmission halbwegs erfolgreich war, wurde I5 bei dieser beschädigt, doch danach von Mechanikern der Peitsche auch wieder repariert. Und er erhielt dabei sogar noch einige Upgrades, wie einen Projektilwerfer. Mehr ist über I5 aber leider nicht bekannt, was an dem Kauf von Star Wars durch Disney und die Einführung des Kanons zu diesem Zeitpunkt liegt. Der nächste Killer-Protokoll-Droide war direkt bei seinem Design darauf ausgelegt worden, ein solcher zu sein. Dieser wurde von niemand Geringeren in Auftrag gegeben als vom ehemaligen ARC-Trooper Spar, der als Mandalore die Kontrolle über die Mandalorianer übernommen hatte. Dank seines Hasses auf die Republik führte er die Mandalorianer auf die Seite der Separatisten während den Klonkriegen. Spar versammelte 212 treue Anhänger um sich, die sich die Mandalorianischen Beschützer nannten. Und um seine Reihen zu verstärken, suchte Spar nach geeigneten Kampfdroiden. Nachdem Spars enger Vertrauter Fenn Sheeza auf den bereits erwähnten C-3PX getroffen war, beschlossen die Mandalorianer, 1000 Droiden in ähnlicher Art bei den Separatisten zu bestellen. Dabei heraus kamen die mandalorianischen Schlachtlegionäre der BL-Serie. Äußerlich waren sie sehr an die 3PO-Protokoll-Droiden-Reihe von Cyborg Galactica angelehnt, allerdings mit einer grünlichen Farbe versehen, um den mandalorianischen Beschützern ähnlicher zu sein. Da diese Schlachtlegionäre auch als Kampfdroiden designt worden waren und nicht als normale Protokolldroiden, waren sie wesentlich beweglicher als einfache Protokolldroiden. Ihre Gelenke und Motoren erlaubten es ihnen, Lasten von mehreren tausend Kilo zu heben und bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h einen Tag lang durchzurennen, ohne dabei aufgeladen werden zu müssen.
Um diese Droiden zu bewaffnen, wurden sie mit einer AAP-2 Blasterbox ausgestattet, die ihnen um ihren Brustkorb geschnallt wurde. Weitere Bewaffnung erhielten diese nicht. Es gab allerdings noch einige wenige von ihnen, die noch in eins der bereits erwähnten mandalorianischen Kampfgeschirre gesteckt wurden, mit dem sie größeren Schaden anrichten konnten. Da sie relativ spät erst in den Klonkriegen eingesetzt wurden, sahen sie auch direkt mit die schlimmsten Schlachten. Meist wurden diese Droiden direkt als erste in die Schlacht geschickt, um eine Bresche durch die Menge an Klonen zu schlagen und den Mandalorianern somit das Leben leichter zu machen. Doch nach den Angriffen auf Kamino und Neu-Bornalex und einer Falle der Republik auf Norvel 2 waren nicht mehr viele von diesen Droiden übrig. Einer der wenigen überlebenden Droiden, BL-17, schaffte es dann aber später noch in die Hände von Boba Fett, der ihn für eine Zeit lang zu seiner rechten Hand machte. Und damit kommen wir zum einzigen Killer-Protokoll-Droiden des Kanons, zu Triple Zero. Dessen Programmierung wurde von Wat Tambor erworben, doch kurze Zeit später in Quarantäne gegeben, da das Programm ihm zu grausam war. Jahre später wurde diese Programmierung dann von der Archäologin Dr. Aphra sowie von Darth Vader gefunden, die diese dann in einen Körper eines Protokolldroiden packten. So entstand Triple Zero. Ein Protokolldroide, der sowohl auf Etikette wie auch auf Folter programmiert war. Zusammen mit Aphra und Vader sowie einem weiteren Droiden BT-1 erlebte Triple Zero einige Abenteuer. So tödlich in einer Schlacht wie die anderen bereits erwähnten Droiden war Triple Zero nicht. Doch wenn man alleine mit ihm in einem Raum war, war er mit seinen Folterinstrumenten definitiv der furchterregendste von den Vieren. Aber was sagt ihr? Welchen von den vorgestellten Killer-Protokoll-Droiden findet ihr am interessantesten? Und welchen am stärksten? Haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen #FragSWB-Frage aus der Community. Heute mal wieder eine Frage, die ich schon oft beantwortet habe, die ich aber auch immer wieder gestellt bekomme. Juli Nice schreibt: Sind die Filme von 1 bis 6 auch Kanon? Generell ist ja alles kanonisch, was seit ca. 2014 unter dem Besitz von Disney erschienen ist. Bei allem, was davor erschienen ist, muss man genauer hinschauen. Hier zählt aber immer die Faustregel: Wenn George Lucas daran gearbeitet hat, ist es kanonisch. Da die Filme vor dem Kauf Disneys alle von George Lucas kamen, lautet da die Antwort natürlich, ja, die sind kanonisch. Ansonsten gehört dazu auch noch The Clone Wars und Rebels, sowie der TCW-Film und theoretisch auch das Holiday Special, die Ewok-Filme sowie die Droids und Ewok-Serien. Über die letzten wird aber nicht wirklich viel geredet. Also ja, die Filme 1 bis 6 sind auch kanonisch. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum die Droidenarmee eigentlich genial war, schaut mal hier rein. Ansonsten findet ihr hier noch ein Video über die stärkste Superwaffe auf Sci-Fi-Basis und hier noch ein neues Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!